Also, hallo zu Weihnachten. Wollen wir nochmal einen kleinen Disease-Team machen? Tür zu. So. Da sind Häuser nämlich, wa? Wir sind so am Strand. Gib dir gleich Strand. Hier sind Schienen. Da ist die Straße. Gucken wir mal. Da-da-da-dam. Gucken wir uns am Whisky. Finden wir. Ich will die nicht finden. Wenn du welche findest. So. Nimm mal eine Hütte. Ach, die Tür ist offen. Nichts. Und dann bin ich bloß ich, Gott sei Dank. Hast du irgendwas drin im Rucksack? Nein, hat er nicht. Ne? Das ist kein Zombie. Ja, wir müssen raus. Das hat aber lange gedauert. Das ist ja, schon ewig nicht mehr gezockt, Junge. Ja, halt. Schau was. Ein Zombie. Ja. Hey, Alter. Oh, die hat eine Cola. Das hier. Eingangstür schließen. Nein, ja, ich hab ihn schon gehabt. Wo ist eine Tür? Wenn man Glück, das geht. Das ist noch eine. Aus der Wand. Warum ist zu? Oh. Du müsstest langsam das Spiel kennen. Ja, wir haben zwei Türen. Zwei Eingangstüren heute. Können wir die Eingangstür schließen? Wir haben noch eine. Noch eine hier sind noch. Hier haben wir noch eine. Dann können wir rein. Hier haben wir noch eine. Hier. Da oben ist eh zu. Oh, Alter, daneben. Mann, diese Scheißsteuerung hier. Läuft daneben. Ich sag jetzt nicht, dass ein Zombie drin ist. Dann der hätte ich schon gehört. Hörst du was, Papa? Da unten ist ein Zombie.
Ja, erstmal frohe Weihnachten. Danach zocken wir eh nicht mehr, aber. Hä? Hey. Ist kein Zombie. Oh, hier ist immer was zu trinken, immer. Hör mal, da hier. Das ist toll, mal. Wieso auch? Oh, ein Brunnen. Das ist hier irgendwo eine Polizeistation. Was nicht immer gesagt. Statt das kaputt war. Das Wasser ist gut. Komische Art und Weise, um das Zeug, was man findet, oder das Wasser, was draußen ist, das ist schlecht. Das kann man nicht trinken, aber dieses Wasser hier. Du sollst es in. Nehmen. Wie oft denn noch? Sacknase. Da war noch ein Haus, ja, da. Bin doch mal ruhig. Letzte. Munition, kann man das irgendwie kombinieren? Oh. Oh, Leute. Hä? Oh. Warten die Munition jetzt? Ach hier. Ah. Haben wir doch schon mal Munition für das Ding. Ja. Du sollst das mal ablegen. So. Ich hab mal die Axt da. Wieder. Meine Fresse. Das ist umständlich geworden. Hä, war da irgendwas? Ein Zombie hat man schon noch, aber. Naja, es werden noch mehr werden. Schieb dich weg. Du dämliche Tür. Wir wollen rein. Wir hatten sowas eingebaut, ey, die müssen sie heute noch erschlagen. Wir hätten auch Türen einbauen, die was nach. Eingangstüren einbauen können, was nach innen aufgehen, wa? Was war das? Medizinisches Thermometer. Ah, wenn man krank wird. Ich hab schon davon gehört. Warum man das hier schon? Putzenpullover. Geht noch innen auf. Ich dachte, hier ist ein Zombie drin, aber. Das wäre nicht ungewöhnlich. Oh, wie hast denn du hier? 20. Naja. Es könnten noch mehr werden, ne? So, trinken haben wir jetzt erstmal. Essen sieht schlecht aus. Ja. Und wieder. Und mal die Tür schließen da, die Eingangstür. Da war noch eine Tür, aber wo du noch nicht durchgegangen bist. Hier ist ein Haus. Was ist denn dummes Zeug? Da ist die Tür. Ja, die geht wieder raus. Oh. Tch, Junge! Verarscht scheiße doch dein Papa nicht! Das war das letzte Haus, wo wir kommen sind, Frau, oder? Hier drauf. Ja, nein, da. Und hier jetzt noch einer. Ausgangstür. Ist da echt nur aus einem Comedy-Server, da ist da nur Schrott drauf. Stadt
Zombie. Wo die Eingangstür ist? Bisschen mal auf Risiko. Das ist noch eine. Oh, das krieg ich dann mit. Mit so viel sein. Muss da hinkommen, aber muss auch die Tür schließen. Dir ist schon klar, dass du im Spiel quatschen tust, ja? Ja. Hm? Ja, ich sag dir ja bloß nur Optionen sind. Du quatschst im Spiel, das willst du, wa? Ja. Die Tür ist offen. Hier mal öffnen. Irgendwo ist eine Ausgangstür, aber. Hm. Irgendwo kann noch eine sein. Ach, da. Da. Ne. Schließen. Jetzt Treppe hoch. Sieht dann isoliert. Da oben. Da können wir nicht raus. Da liegt uns der Zombie auf der Leier. Wo? Ja, nicht nur da. Ne? So. Auch woanders, wo? Dass die Eingangstür oben reingekommen sind. Da. Ich hab's jetzt offen lassen. Tschüss. So, komm, hier noch mal am Brunnen süppeln. Brunnen soll ihn schon weit hinten bauen. Und dann gehen wir zu die Straße, oder? Vollsüffeln. Gut, dass man so einen Brunnen näher hat, wa? Tja. Zum Glück hat man nie auf anderen Servern. So, reicht. Die Axt schon dahin geschmissen. Nimm die jetzt in der Hand. Ja, nimm mal mit raus. Ruhig, weil du in meine Richtung gucken musst und dann quatschen tust. Das ist unmöglich. Ja, das sagen sie alle. Hey, nicht so frech. Ja. Wir brauchen bald was zu essen. Und was zum Öffnen. Zombie ist weg, Vor Papa. Was für ein Zombie? Hier waren wir da ja nicht, du Pfeife. So. Da hinten das Haus war. Ach, was ist denn hier? Mach doch mal den Kühlschrank auf, Mann. Da ist bestimmt noch was zu essen drin. Ein großer Rucksack. Grüne Abwehr. Papa, hörst du etwas?
rumrennen? Leg doch den scheiß Rucksack mal ab. Nein, nicht ins Inventar. Ablegen. Ausrüsten. So. Meine Fresse. Ab in den Inventar. Das nicht. So. Wo ist denn meine Axt schon wieder? Meine Fresse. Da hinten ist noch eine Tür. Ja, hier oben ist raus. Schau doch, schau da was. Hä? Ist die Straße zu Ende? Willst du mich verarschen? Ich muss zurück zu die andere Straße. Hier irgendwo ein Zombie. Hier ist das andere aus. Hier kommt die nächste Straße. Huch. Nicht in den Zombie kommt, wir sind alleine. Müssen wir nur noch überleben. Also brauchen wir was zu essen. Das ist doch knapp. Was ist das denn? In der Lagerhalle. Ja. Alter, mal. Ich wollte schon sagen, hast du mein Gewehr weggeschmissen? Das ist ja nachgeladen, Junge. Ich hätte dich getreten. Ich hätte dich getreten. Getreten. Dann kommt ein Haus. Also, nee, ich sag jetzt nicht, dass ein Zombie davor ist. Nee, mach doch mal nicht so einen Krach. Die Zombies hören dich. Kannst du ja nicht ausschalten, falls er auf einen anderen Spieler treffen. Da hinten ist eine kleine Häusergruppe. Ich bräuchte wirklich meine Polizeiwache. Ah, Mensch. Wo ist denn ein Lagerding? Da ist ein Hauch von nix. Ja, haben wir das schon mal. Hier? Natürlich, hier sind wir schon mal mit unserer Charaktere vorbeigerannt. War da auch nicht. Hier ist ein Zelt drinne. Alles klar. Da hat einer seine Basis hingebaut, so ein Trottel. Okay. Ah, nicht zusammenpacken, das Zelt kann man zusammenpacken. Machen wir mal lieber zu, nicht dass hier Zombies reinkommen. Ja. Und der Spieler dann ein kaputtes Zelt hat. Das wollen wir natürlich auch nicht. Renn doch, muss ich das festhalten oder was? Was haben wir denn da? Ach,
Ach, Alter. Muss das immer so umständlich sein? Wie man hier mal was essen kann. Zum richtigen Leben auch nicht so umständlich. Warte mal, Hockeyhelm. Mal weg. Ausrüsten, so. Du hast abgelegt hier, egal. Und du in der Hand. So, und weiter. Das ist so warm am Kopf. Ja, ist denn, das? Ja, dann komm mal weiter. Ja, lass es doch kommen. Man, wenigstens mal von vornherein eine Karte hätte hier. Und die scheiß Teile nicht immer sammeln muss. Ja, das ist das Problem von Daisy. Man hat keine Karte im Spiel. Man weiß nicht, wo man ist. Das finde ich bescheuert. Patchen, sofort. Und nicht hier schon die DLCs rausbringen. Patchen, sofort. So. Nee, Spaß. Muss ja ein bisschen Survival sein. Und wenn man eine Karte hat, dann ist es ja kein Survival. Dann kann man ja überall hinlatschen. Ja, nenn das bitte nicht Stadt. So. Schau doch hier irgendwas. Mal ein bisschen geduckt laufen. Wir brauchen immer noch Essen. Trinken haben wir aber kein Essen. Ja, trinken aber auch nicht so viel, aber ne. Oh, du kleiner Knuppel. Hast du mich jetzt erschreckt? Was ist denn? Musst du kacken? Geh mal ins Haus rein, ja? Ja. Psst. Also. Ja. Wenn ihr rankommt. Du kriegst die Achse in der Fresse. Ganz einfach. Ja, geh mal ins Haus rein. Haben die eigentlich die ganz große Feuerwehrachse rausgenommen? Weil die finde ich nirgendwo. Halleluja. Brauchen die den hier drin? Oh oh. Da hat aber einer seine Tage gehabt. Dem Klavier. Siehst du das? Ja. So. Essen. Wir brauchen immer noch Essen. Was ist hier los? Die Offiziellen kannst du ja nicht jeden. Die sind immer voll. Das ist hier nicht im Motto, schätze ich mal. 30. Das ist doch... Nein. Geh doch mal dahin. Zombie hier oben. Klatscht. Aber oder du hättest vor den Zombie die Tür zugemacht, Papa. Psst. Oder hättest vor den Zombie die Tür zugemacht, Papa. Was bist du? Haben wir ein Messer? Ach, das medizinische Thermometer sieht aus wie ein Messer. Tranchiermesser. So. Geh mal raus. Aber wir gehen woanders raus. Hier. Da haben die alten Zombie nicht. Oh, guck mal. Hm? Das Auto. Geil aus.
Als ob sie auch nicht in der Gegend hier rin passen. Aber okay. Ich glaube, das werden wir in diesem Part nicht mehr schaffen. Mein Auto zusammenbauen. Naja, okay. Oh, dann müssen wir hier rumkutschen, wa? Und das hören die Zombies, wa? Ach nee. Das ist ein schlaues Kind. Ja. Deswegen ist es lieber, kein Auto zusammenzubauen, Papa. Ja, zusammenbauen kann man es ja, in eine Garage packen kann man es ja auch. Nur fahren wird schlecht damit. Da aber wozu baut man dann ein Auto rein zusammen? Ja. Wenn man nicht damit fährt. Ja, kommen da dann alle Zombies an die Rand, boah? Ich kann es waschen und polieren, ja. Das ist ja meine Arbeit, ich kann es waschen und polieren, aber das kriege ich nicht mehr ganz hier. Das da. Das ist ja ganz kaputt. Oh Mann. Da jetzt nicht ein Zombie kommt. Klar, die hängen hier immer rum. Andere Spieler muss man auch noch achten. Mhm. Unsere Spieler? Andere Spieler? Naja, natürlich. Ich kann sie jederzeit ein Zombie bewegen, oder? Nee. Der Server voll ist mit Spieler. Ja, ja. Dann hast du plötzlich eine Kugel im Kopf. Wenn ich aufpasse. Muss ich hier die Türe offener nehmen. Da steht ein Zombie in der Tür. Der lässt mich nicht rein. Nein, hast du dich gerade gesehen? Da, guck doch, da steht einer. Und tschüss. Hehehehe, jetzt kommst du nicht mehr raus. An die hier. Wenn hier kein Durchgang ist, dann. Ne. Nächste. Doch, da ist einer. Nein, hier darf kein Durchgang sein. Dann kommt der Zombie auch nie raus. Warum soll ich mich unnötig in Gefahr begeben? Auch falls sich beruhigt. So. Gehen wir einfach mal da drüben hin. Wenn da drüben auch ein Zombie drin steht. Dann habe ich Pech. Weil die Seitentür hier offen ist. Dann müssen wir die hier erstmal zumachen. Dann sind die hier offen. Junge, guck die Türe an, mach die zu. Ich muss mal hier gucken. Hier steht doch keiner drinnen. Ja. Außerdem könnte noch nicht mehr kommen. Oh. Oh, Leuchtstabnehmer mit. Für die Nacht. Was ist das denn? Reifenreparatur Z. Na, das ist doch mal möglich. Ja. Da hinten ist noch mal was. Da, 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 da. Da sehe ich da schon wohl einen Zombie auf der Strecke. Ja. Und da schläft einer. Wenn die wenigstens einzeln kommen würden. Und die kommen mir dann in Rudeln hier. Sind das Rudeltiere oder was? Wo mache ich hier eigentlich zu? Erstmal weg. Und dann? Ja, da drin steht jemand. Da nicht. Hä? Steht einer rausgekommen. Wo denn? An der Seitentür. Da ist doch keiner rausgekommen. Bist du blind? Ja. Muss nochmal zurückgehen. Ich habe einen Zombie gesehen. Gucken jetzt hier nochmal.
Da kletter ich nicht hoch. Da ist ein Zug. Metallsäge, ja damit. Was ist denn für ein Zug? Wo denn? Siehst du hier einen Zug? Hä? Einen fliegenden Zug oder was? So wie zurück in die Zukunft geguckt oder was? Da steht okay. Was? Wo? Oh. Das Karte in den Rand. Hat irgendwo raus die Rand. Da hinten Ausgang. Immer weiter. Tschüss, Zombies. Ich habe mehr Angst vor anderen Spielern als die vor die Zombies. Die können zwar jetzt springen und klettern, aber ja. So. Welche Richtung? Hier war. Da sind aber Häuser. Da hinten? Und wir kriegen langsam Hunger. Wir können sterben, wenn wir kein Essen kriegen. Das ist er. Man sollte ja nicht auf der Straße rennen. Aber das brauchen wir eh nicht mehr. Ah, wie kommen wir? Nein, das ist wegen die Zombies. Ja. Hm. Hin, dort ist wegen die Zombies. Nichts anderes. So. Aber jetzt hier, habe ich eigentlich einen Kerl oder einen Weib? Ich habe eine Frau. Hört sich an wie ein Mann, wenn sie springt. Merkwürdig. Ich brauch was zu essen. Mach die Türe offen, Mann, und nicht 10 Stunden später. Spare was zu essen. Was zu essen, essen, essen. Meinst du, da ist was zu essen drin? Ist die Tür hier rausgerückt? Ja. Nee, ist aber eine andere Tür. Das wirst du. Ja. Aber trotzdem noch schließen. Kommen. Wo sind Kompressor? Gib mir doch mal eine Dose. Ja, Klebeband, was soll ich denn mit Klebeband? Soll ich das essen oder was? Ja. Gib mir doch irgendwie eine Dose Fisch oder sowas. Oh, Alter! Ey, wer das gemacht hat, den müssen sie heute noch erschlagen. Echt mal. Die Tür hätte auch nach innen aufgehen können. Papa! Da ist noch eine Tür. Da. Noch ein. Hör doch mal. Die ist zu. Oh, ey, wir sterben gleich. Ich fress gleich das Plüschtier hier. Bei mir ist das Essen schon rot. Jetzt leg doch die scheiß Ding da, Mann, in den Starin. Ja, oh, ey, das ist richtig umständlich, ey. Wir sterben gleich. Oh, ein bisschen Essen aufgefüllt. Wunderbar, jetzt kann man ein bisschen weiter suchen. Das ist grün, gelb wieder, oder? Los, schnell. Jetzt aber. Da waren wir. Bald, wo wir ankommen, in der Stadtkammer. Weil hier viele Häuser sind. Wenn hier viele Häuser sind, heißt es Stadt. Schlaue. Ja. Ach, das ist doch... Hä? Okay. Sportsonnenbrille, her damit. Dann sehen wir die Zombies wenigstens schneller. Oder überhaupt nicht. Ja, es ist eine große Stadt. Ja. Cool. Aber wir sterben trotzdem. Ob wir uns zu schließen können.
Kocher. Nee, Set, naja, komm. Ich brauch zwar was zu essen, aber nee, Set nehmen wir trotzdem mit, Johnny, wa? Wie dumm eigentlich nur, ey. Zugebaut habe. Brunnen. Eine Machete. Ist noch besser. Doch, Metall. Metallhaltig. Was ist das denn hier? Dosenpfirsiche! Oh, das ist doch. Das ist doch. Man freut doch das Herz. So, da waren wir schon drinnen. Na, machst du auf? Danke. Aua! Eigentlich wär ich jetzt gehälftet, ey. Tür nicht mit mir, was ist das? Multivitamintabletten. Kleiner Rucksack. Da ist was drinnen in den kleinen Rucksack. Oh, wunderschön. Und Munition. Na, dann ist doch mal wunderbar. Essen. Ja, toll, wir haben eine Machete. Das kann man nicht dafür benutzen. Die Dosen, oder? Ein Rad. Hm. Toll. Wo ist das Auto? Nicht irgendwo da hinten. Ja. Schutzkörper, naja. Kann man das Rad essen? Naja, es könnte... Naja, ich weiß ja nicht. Könnte gefährlich werden. Hier kann man anpflanzen. Wenn man eine Hacke hätte. Ich denke mal, da unten steht was. Eine Tür. Was ist das? Kleiner Gaskanister. Soll ich mich selber in die Luft sprengen oder was? Ja. Dosenpfirsiche, sag mal, was ist denn jetzt los? Habt ihr das gleich nachgepatcht oder was? Das ist toll, wa? Naja, aber wir haben nichts zum Öffnen. Das ist das wilde Problem. Schön, dass man jetzt hier Zeug kriegt, aber ich weiß nicht. Was ist das denn? Eine Kartoffel! Okay. Dafür brauchen wir wohl einen Gaskocher, den kann man nicht hochfressen. Dann kann man die irgendwie öffnen. Die Pfirsiche meine ich. Wir haben ja eigentlich jetzt hier noch hier. Kombinieren? Mit was denn? Mit der Axt? Bist du bescheuert oder was? Mach doch mit der Axt auf, ist der dumm? Ist der echt dumm jetzt, ja? Ist eine Frau. Ist mir egal. 77%, okay. Das geht ja noch. Los, schieb rein. Schieb rein, sonst klatscht es. Aber kein Beifall. So, warte mal. Was ist leer, du? Dings. Was, mehr hat es nicht gebracht? Oh Mann. Kartoffel, kann man die so essen? Tatsache, die kann man so frei. Okay, essen. Könnte aber schlecht sein. Oh, Scheiße. Ist bestimmt schlecht. Ah, mal abwarten. Tabletten haben wir hier. Falls es schlimm wird. Falls ich kotzen muss. Okay, bis jetzt ist jedes Haus ein Treffer. Mach du da keine Ausnahme. Okay, nicht.
Die hat auch nichts drin. Oh, na okay. Weißt du, da war doch was. Kombizange. Hm. Okay, Werkzeug nehmen wir gerne mit. Eine Hundehütte. Eine Tür. Okay. Mann, ist die groß, die Stadt. Dann haben die auch eine Polizeistation? Das wäre mal... Dass wir mal ein bisschen Waffen einsacken könnten. Aber jetzt haben wir ja leise Waffen, das seht ihr noch. Schade, nicht so wie in... Ich kann einen Baum fällen. Halt, im Haus waren wir ja nicht. Weg. Oder waren wir da schon drin? Nee. Die Tür ist zu. Jo. Siehste, Dosenspaghetti. Ja, ein Träumchen. Wahrscheinlich, das ist ein Träumchen. Auf den können wir bleiben. Jetzt verhungern wir nicht und verdurschen nicht. Wenn wir mal einen Brunnen finden. Das wäre dann toll, wenn wir einen Brunnen finden. Hier, die Tür ist zu. Und eine Flasche, wo man auffüllen kann. Ja. Eine Taschenlampe. Ist ja geil. Das brauchen wir bloß noch Batterien. Leucht ab. Ist da Batterien drin? Weiß ich nicht. Muss man auch auffüllen. Was ist das denn, MK2? Ach, eine Pistole! Das sah so aus wie ein kleiner Schlagstock. Und dann sagen, hä? So, warte mal, jetzt gehen wir mal hier hin. Mach doch auf, das Ding. Umkleideräume. Ah, ich kenne dich ja irgendwo, ja. Da war Saraza schon mal. Die Stadt? Ja. Da waren ja aber nicht so eine Container hier, da war hier offen noch. Oh, ein Hut. Ein Angelhut. Der tut mir richtig gut. Ja, komm jetzt weiter hin. Wollen die Ausgangstür noch? Oh. Da ist nichts drin, okay. Wollen da alle auch Ausgangstür? Ist da ein Zombie? Mhm. Da müssen wir uns jetzt mal schleichen hier. Da müssen wir mal gucken, ob wir woanders hinkommen. Das steht genau da, wo man gucken will. Das ist eine Hundehütte. So, jetzt haben wir schon mal Essen und Trinken. Das ist doch schon mal schön, war Johnny? Ja. Naja. So, was haben wir hier? Nochmal ein Leuchtstab. Sonst hätte es einen anderen genommen. Wo wir nichts gekriegt hätten. Ja, kann doch nicht sein, ey. Da muss doch das Spiel kaputt gewesen sein, ey. Okay, hier kommen wir nicht rein. Gehende Leere? Hier ist eine Wand kaputt. Durch die alten Zombies. Hier ist ein Panzer durchgefahren. Großer Rucksack. Nichts drin. Ein wasserdichter Rucksack. Ein wasserdichter. Der 63 Plätze. Wie war denn unser eigentlich? 80! Aber wasserdichter? Nee. Ich brauch den Platz zum Sammeln. Ich brauch Essen. Essen und Trinken. Ein Bus? Steht hier noch an der Bushaltestelle, wa? Wenn ich das so richtig sehe. Ja. Nee. Der ist hier verreckt. Wer hat denn den ausbrennen lassen? Also. Ich weiß, dass die Zombies, die Leute killen, aber können die auch Fahrzeuge anzünden oder was? Das werden wir neu. Militärlager. Oh.
Da draußen ist Militärlager. Cool. Kann man gleich mal hingehen dann. Ja, da wird hier zu. Komm mal hoch, Papa. Ja, das meiste ist oben, Türen zu. Die ist zu. Die ist offen. Jetzt ist er offen. Ja, ich meinte, nicht verriegelt, meinte ich. Die ist verriegelt. Das ist immer nur abbauen, Papa. Das Militärlager, da müssen wir gucken. Da hinten, ja. Ne, hier. Die Zelte da. Die Tür ist dazu? Ja. Ja. Wir sind doch gerade reingelaufen. Ich meinte die Tür da. Können wir auch gucken, ob es einen Keller gibt? In dem Haus? Nein. Oder der Keller ist hinter die Tür. Da ist auch eine Ausgangstür. Dieses Zelt, das sieht mich magisch an. Da hinten ist ein schönes Haus, wollen wir da hin? Kaputtes Haus! So. Und wie Sie sehen? Patrouillenhose. Was ist das? Blendgranate, ja. So. Hose. Es war jetzt ein bisschen nackig, die Frau. Jetzt hat sie eine Hose an. Die sieht schön aus, die Hose. So, mehr nicht hier, nur das eine Zelt. Schwach. Ja, Zombie. Oh. Hast du gerade gesehen, wo? Das sind mehrere. Das ist nicht schön. Ich kämpfe zwar gerne gegen Zombies, aber... Nicht gegen viele, wa? Gegen 3, 4 hast du keine Chance mit der kleinen Axt da. Die Kiste ist... Steht dein Name Zaun? Leicht doch! Du Sack, da wollte ich gerade hin! Hoffentlich kommt da keiner an, wa? Wenn der Bus eh noch ist. Guck nicht so blöd. Schau, was ist los? Kommt keine Antwort, ne? Oh, wurde ich verletzt? Gut ich? Nö. Halt. Hier du noch einen Zaun. Ist das schon wieder ein Militärzelt da? So aus, wa? So überdacht da. Eine Vogelscheuche. Ich dachte, da steht ein Zombie. Dann bräuchte ich die große Axt. Einen Schlag, dann sind die weg, die Viecher. Aber nein, man kriegt ja bloß so eine Bubbel-Axt, ja. So eine Kinder-Axt. Motorradhelm, oh Mann. Das Blut, oh. Mann. Hat wieder einer seiner Tage gehabt. Sag mal. Tür, ich will nicht kuscheln. Mach zu, das Ding, Mann. Kuscheln. So, hier machen wir mal da rüber.
Ja, warte mal, falsche Seite. Hä? War ich das mit... Da war es doch. Der Boden ist zu. Unserem kalten Marsch. Hier waren wir noch nicht. Ich höre Schritte. Hörst du was? Auf die Uhr so. Auf die Uhr so. Wie gesagt, ich habe Munition für meine Waffe. Wenn irgendjemand kommt, nur der kriegt er erstmal einen schönen Schuss in die Fresse. Dumpfstoße. Ja. Mein Gott, wir werden hier verwöhnt. Hier bleibe ich. Ich schon eine Dose. Eine Gaslampe. Okay. Ich dachte eine Dose. Eine kleine wunderschöne Dose zum Essen. Ist übertrieben, dass der so viel Essen braucht. Er ist richtig übertrieben hier. So viel esse ich noch nicht mal. Naja, da muss ich ja 10 Jahre polieren. Oh Mann. Hä, warum wir nicht? Ach, ja, ja, schon drin, aber hier im Haus nicht. Haha. Haha. Jetzt soll die Tür schlafen. Eure Polizeihose. Nee, ich will keine Polizeihose. Ich nehme die Waffe. Ist das okay? Gut. Nimm die Waffe. Ach, jetzt ist die Tür rausgerissen. Hä? Wo? Da. Ja, nur da auf Toilette, das ist egal. Wenn man muss, dann muss man. So, das ist mit dem Ding. Wo wollen wir denn jetzt nicht? In welche Richtung? War hier nicht im Feuer ein Zombie hier? Dann könnte man die Regale nochmal durchgucken. Schau mal auf da. Da ist was drinnen nämlich. Umgebung. Das Autopower. Ist jetzt im Kofferraum drin? Ja. Baseballmütze brauchen wir nicht. Okay. Wenn eine Scheibe drin wäre, dann wäre es schlimmer. Ja. So, was haben wir hier? Ein Kleid. Ja, durch die Scheibe zu springen, da habe ich einen Schaden schon vorher, ja. Dass ich das überhaupt versuche. Wenn wir jetzt sterben, beiß ich mir in den Arsch. Jetzt kommt die Stadt hinzu, Papa. Kannst du mal die Tür öffnen? Dann machen wir hier schon drin? Nee. Sonst war die Tür nicht zu. Doch. Ja. Jetzt ist aber ein Hut hier auf dem Tisch noch. Was? Vorher war nur das hier. Ja. Patcht ihr hier Zeug nach oder was? Oder was ist hier los? Ja, dieses Haus haben wir nicht. Da steht ein Panzer. Können wir den nicht nehmen? Der hätten wir ja alle Zombies nie davon kennen. Oh. Da hätten sich hier Zähne ausgebissen am Panzer. Also natürlich, der wäre verrostet danach. Naja, Panzer, der wäre geil.
heißt das? Anzugjacke für Frauen. Anzugjacke für Frauen. Komm mal. Lauf gegen die Tür. Oh Mann. Anzugjacke für Frauen. Lass gegen die Tür drin. Das muss ich jetzt mal wissen. Ausrüsten. Das ist Anzugjacke für Frauen. Bin zwar zu sehen, aber... Okay. Wenn ihr meint... Ist doch alles... Viel zu hell. Ach hier... Da ist die Anzughose dazu. Nein. Bitte nicht. Kann man den Panzer wirklich nicht nehmen? Das war doch... Das war doch 1A. Was ist das hier? Regal? Warte mal, Regal, Regal? Nicht. Okay. Ja. Alles nicht weiter. Oh Mann, es ist doch. Warum machst du uns? Ist doch hier verarsche. Ich will den Panzer haben. Gib mir den Panzer. Stimmt den. Schade, man kann nicht rennen, ey. Ist aber ein alter Panzer. Aua. Springt ja runter wie so ein fallender Krebs, ey. So, selber verarschen schon wieder hier. Warte mal. Schuhe. Leichte Wanderschuhe. Leichte vor allen Dingen. Ja, guck doch. Ist doch eh wieder nicht hier. Oder? Da liegt was. Anzugjacke, Anzugjacke für Frauen. Ich weiß ja nicht, für was das ist, du Wicht. Mal, ist ja irgendwie Zombie-leer Gegend oder so? Oder haben die irgendwie Versammlung? Nehmen wir die dunkle Jacke, wa? Ja. Oh. Zombies. Zombies. Hier wartet euer Frühstück, wa? Frühstück? Ja, hier wartet euer Henker. Hättest du die Eingangstür zu schließen? Guck mal, die Tür ist schon mal raus. Geht's ja im Raum rennen. Meine Güte, ist das groß. So, geradeaus ist euer Ausgang. Warte. Das müssen wir prüfen. So, die müssen alles prüfen hier. Vor was soll das bitte schön schützen? Mitten im Raum. Ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Ist das hier ein Hotel oder was? Oh. Ein T-Shirt, nein. Nein, ich nicht. Nein, ich brauche kein T-Shirt. Ich habe einen Kapuzenpullover. Da ist noch eine Tür. Hm. Das ist doch unsere letzte. Ja, das ist die letzte Tür. Das ist sehr witzig.
Wo ist man rein? Oh, wo ist man rein gekommen hier, wa? Aber es war noch eine Tür, wa? Da hinten. Bitte da noch so. Das noch eine. Schulungszimmer, ja, oder was? Was ist das jetzt hier? Anzug, Jacke für Frauen. Oh Mann. Hör doch mal auf jetzt mit dem Scheiß. Anzugjacken, war. Da war ein Zombie. Wo? Wo? Weiß nicht. Ist gerade irgendwas bewegt. Der wird ja. Der wird ja abgeschnetzelt. Aber kannst du mir denn. Schau was. Ein Huhn, ich hör ein Huhn. Ach, kann ich die Tür schließen? Papa. Warum? Es sind Zombie rinfallen. Lass doch den armen Zombie, die armen Zombies auch mal. Das sind auch nur Menschen, die wollen auch nur essen. Aber nicht an mir, aber nicht an mir rumnagen hier, ja? Ski-Maske. Hm. Was ist das dumme Huhn? Wo ist das dumme Huhn? Das hat doch nicht viel zu tun. Wieso sind bloß nur drei Türen? Schau doch hier irgendwas. Ein Zombie bestimmt, wa? So. Das, die rote Tür ist offen. Waren wir hier schon drinnen? Oder was ist hier los? Scheint nicht. Nee. Warum auch nicht? Hm, Desinfektionsspray und noch mal eine, ein Colt. Ein Colt. Wie früher im Zweiten Weltkrieg. Ein Colt. Da holen wir uns mal ein Colt. Alle zu. Weil nichts drin ist. Die Schande müssen sie verbergen. Oh Mann, Benzinkan ist da toll. Der ist auch noch voll. Oh Mann, der ist auch noch. Okay. Oh, eine Motorhaube. Wenn man mal jetzt noch ein Auto finden würde, was man zusammenbauen kann, dann könnte man natürlich alles einbauen. Dazu brauchen wir ja noch Werkzeug. Das können wir eh nicht bauen. Weil die Zombies können wir nicht kriegen, aber. Ich glaube nicht, oder? Ja, das ist ja egal. Wenn das Auto fertig ist, dann wird auch hier fahren, damit wird probiert, ob es funktioniert, weißt du? Hier Reifen in die geschmissen. Radkappen. Hi. Radkappen. Okay. Wo ist der Mantel und der Schlauch? Was ist das? Wanderhose. Kräutertinktur. Mitnehmen. Wisst ihr nicht für was, aber ja. So, wir können gleich oder was essen dann. Ausgang. Was ist denn die Treppe mal oben? Guck doch mal an. Hier zu hoch. Kannst du dann den nicht? Den anderen Ausgang. Okay. Wieso? Ich will da hier wieder raus. Bin doch noch nicht fertig mit gucken, Mann. Da den Ausgang, wo du gerade vorbei ja. Die Tür kann man gleich schließen. Hast du sie geschlossen? Ein Messer. Wir haben ein Messer in diesen Rucksack. Papa, haben wir in dieser Stadt schon einen Zombie?
Da fragst du mich was. Noch nicht, aber. So, warte mal, jetzt werden wir mal jetzt hier dieses Messerchen nehmen. In die Hand nehmen und dann kombinieren wir mal. Was ist das? Dosenpfirsiche hier kombinieren mit das Messer und öffnen. Nein, mit dem Messer. Ja, mit dem Messer öffnen. Wir können ja schon was rinschieben in die Kutsche. Es war Papa ist. Thunfischdose haben wir zweimal. Ja. Spaghetti haben wir auch noch. Ach, ist das wunderschön. So, wie viel Prozent haben wir jetzt? Warte mal. Ist. 89%, siehst du? Was aber ist. Ist jetzt mehr als wie mit der Axt. Ja. Trinken musst du noch, wo? Nee, Dosenflüssigkeit, da geht doch das Trinken hoch. Weil da ist doch Flüssigkeit drin. So, jetzt die Axt wieder ausrüsten und dann geht's weiter. Du bist ja eigentlich immer in den Knie, Junge. Ist die Dose so schwer zu öffnen, dass du immer in den Knie gehen musst? Warte mal. Das ist kein bloßer Ausgang. So. Meine Güte. Wenn er das Blödsinn hier unterstützen möchte, könnt ihr auch gerne kostenlos ein Follow da lassen. Und wenn ihr dort Spam habt, könnt ihr auch kostenlos abonnieren. Ist aber kein Muss. Guck mal, das Haus war noch nicht drin. Welches? Welches denn? Das da? Ja. Oder? Ja. Ein Baseballschläger. Hätte es nicht vorher kommen können, Baseballschläger. Was ist das? Oh, Munition. Ich brauche bloß noch eine ACP. Ha, 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 ha. Danke da. Dann kann er ausgehen. Nicht da lang. Da waren wir da schon. Ja, da waren sie ganz hinten, die Häuser noch nicht. Doch. Zombie. Oh, Zombie. Nur ins Haus drin, ja. Ich komm gleich zu dir, Zombielein. Dann kriegst du eine Axt in den Rücken, auf das es dich entzückend. Schuhe. Was haben wir hier? Verpackte Munition, nehmen wir gleich mal mit. Munition kann man immer hier brauchen, auch wenn wir sterben. Da haben wir die Munition ja nicht mehr. Okay, kann man auf die Tür hochgehen, ne? Ja, du kannst ja mal versuchen, die Tür hochzugehen. Mal sehen, was die Tür dazu sagt. Da liegt was. Kurze Wanderhose. Naja, kurz. Komm, Zombie, das hier. Geht er noch da? Ist die See gut? Naja. Wenn man so sagen tut, gut ist es schon. Das sind zwei. Das sind drei! Und tschüss! Was man also acht nehmen muss, wenn man die sie zocken will, möchte. Andere Spieler. Also Headset oder Mikro ist unabdingbar. Oh! Aber Zombie! Um mit anderen zu reden. Ja, die Zombies, die können jetzt klettern. Springen, aber ansonsten ein neues DLC ist draußen. Es gibt hier diverse Sachen, Munition. Man muss jetzt aufpassen. Man wird krank, was? Oh, Alter. Schnauze. Kleine Schlampe. die haben nichts dabei. Bin ich verletzt? Nein, ich glaube nicht.
Oder blute ich? Nee. Die Zombies können jetzt was dabei haben. Wie trinken. Alles drum und dran. Muss darauf achten. Trinken, essen. Aber ich bin... Oh. Ich bin krank. Die dumme Sau hat mich krank gemacht. Ansonsten ist es ein Kaufgrund, weil für Konsole ist es ja nicht ganz so teuer wie für Botzer. Also ich spiele jetzt hier gerade auf der PlayStation 4. Auf der Xbox One gibt es auch, PC gibt es. Haben wir noch irgendwas? Aber jetzt müssen wir uns das Haus da ranschlagen. Aber ansonsten Kaufempfehlung kann ich aussprechen. Oh Mann. Oh Mann! Oh Scheiße! Ich werde sterben. Alter, er macht nichts mehr! Aber wie gesagt, das alles, was ihr sammelt, das ist nach dem Tod erledigt. Hallo, er macht nichts mehr. Oh, nee. Ich kotze! Scheiße, ich kotze die ganze Zeit. Hab es PC so geliebt, Kotzt du, Vater? Ja, ich kotze. Ich kotze in einer Tour. Die Pillekuh hat mich krank gemacht. Das blinkt schon. Ich kann nichts machen. Auf dem PC hatte ich es auch gehabt. Ich habe es auch da geliebt. Aber da waren mir die Spieler zum Schluss da zu dumm. Man konnte mit die nicht mehr reden oder sonst irgendwas. Gleich bist du tot, Papa. Ah ja. Alter. Kann nichts machen. Ich habe nichts dabei. Ja, die kotzt das ganze Essen wieder raus. Und tot. Ich tue natürlich respawnen, natürlich. Neuen Charakter. Zwei beschissene scheiß Hits von die alte gekriegt, ey. Mann. Ja, danke. Hauen wir nicht schon noch in den Arm rein. Jetzt haben wir ein Männchen natürlich. Wo sind wir? Ich bin doch ein Glücksbärchen. Wir sind an der Stadt, aber wir haben nichts. Also, wie du siehst, zwei Hits, dann bist du krank. Und wenn du nichts dagegen hast, dann stirbst du. Und das ging jetzt bei mir rasend schnell. Aber die haben die große Feuerwehraxt rausgenommen, anscheinend. Die habe ich noch nicht gefunden irgendwo. Aber ansonsten... Tür zu! Ansonsten kannst du es kaufen. Wie die PlayStation, wenn du haben willst. Aber ist gut. Papa, so, wie wir so viel gesammelt haben, jetzt ist vergangen. Wir haben schon mal einen Rucksack schon wieder. Dann gib doch mal her den Rucksack. Was ist denn das? Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Ach, Leuchtding, okay. Naja. Oh, also es ist nicht mehr zu vergleichen, wo Sarah da angefangen hat, das zu zocken. Ist nicht mehr zu vergleichen, echt mal. Ich weiß, wo wir sind. Stadt. Angelroute. Ja, man kann jetzt auch angeln. Ja, nur mal so. Ich weiß, wo wir sind in der Stadt. Das ist die Stadt, wo wir auch nicht rein dürfen. Aber... Rein schon, nur mit einer Waffe. Ja. Mit einer Waffe, wollte ich gerade sagen.
Wachermeister. Ist da oben irgendwas drin? Ach, man kommt ja auf der anderen Seite hoch. Was machst du denn? Wenn dir jetzt 100 Zombies am Arsch kleben, guckst du die Leiter noch weiter an oder was? Alter, das ist manchmal irgendwie belastend hier. Nagelkiste. Das war mal eine Nagelkiste. Das waren ja noch gute Videos. Das stimmt. Geht's noch weiter hoch? Wie Dennis immer geflucht hat, das war geil. Ist zu Ende. Ja. Und dafür. Halt! Danke. Da war eine Tür, die ist bloß aufgemalt. Das ist eine Sauerei. Betrug. Absteigen. Ah, ich glaube, Sarah würde das neue DC auch lieben. Mhm. Weil er hat ja noch die ganzen Hacker miterlebt. Sind zwar immer noch Hacker unterwegs, aber ja. Auf dem PC. Die meisten. Oh, hier, Papa. So. Kommen wir auch auf die andere Ecke hoch? Rast. Klar, es müsste zum Rast. Nee, ich glaube noch nicht. Das soll noch kommen irgendwann, aber ich glaub jetzt noch nicht. Ich weiß es nicht. Rast habe ich auch auf dem PC, also. Auf die andere Seite auch. Das ist richtig cool. Aber was denn? Ich will mal gucken, hier einfach mal Waffe finden, Jungchen. Ja, guck mal, da haben wir eine Station. Ne, ist eine Lagerhalle. Können wir da ist meistens nie was drin. Können wir da bitte auch mal reingehen wieder? Die müssen es neu ausrüsten. Schon mal mittig, ja? Kleiner. So. Und der Kartoffel war schlecht, Papa. Nein, der Zombie hat uns infiziert, Jungchen. Machen das Zombies, Papa? Ein Kabeltrommel. Ja, Kleiner, die küssen dich, weißt du? Die haben dich ganz doll zärtlich lieb, bis du blutest. Da war noch ein Treppen nach oben. Nee, will ich jetzt nicht hoch, das muss das Dach. Sind wir in einer blöden Stadt da, ey. Wo nix liegen nur. Ja, kann ich gleich mal irgendwo runterspringen, ey. Ist doch kacke hier. Na, hier ist doch nix, Johnny. Komm hoch hier. Komm hoch hier. Du sollst da hochgehen und nicht gegen die Leiter laufen, du Lappen. Ja, ganz schön weit hoch, Papa, wa? Ich weiß, dass 7 Days to Die schon auf der PlayStation 4 ist. The Forest ist auf der PlayStation 4, das weiß ich. Aber Rast? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Wie weit jetzt noch hoch? Was? Ja, ich will ja runterspringen, Johnny. Hm? Willst du? Ja. Ist doch doof hier. Das ist ganz schön hoch. Bumm. Endlich. Scheiß da. Ist tot gewesen, wa? Also wenn ich da nicht tot gewesen wäre, dann würde ich das Spiel nicht verstehen.
So, wo sind wir jetzt? Bei der Brücke, wo der Zug ist. Na, wir gucken mal in den Zug rein. Wir waren so schön ausgerüstet, ey. So viel zu essen und trinken. Oh nein, so eine olle Kuh klatscht den weg. Was ist denn das hier? Kräutertinktur, die hat auch nichts gebracht. War bestimmt schlecht. Können wir bitte die Tür gerade rüber immer schließen? Warum willst du mal schließen? Mal schließen, meinte ich. Weil ich das so mag. Und dann komme ich nicht raus, wenn ein Zombie drinnen steht. Meinte die gerade rüber? Ich meinte. Klar, da hast du. Die Tür. Die Türen immer. Und die bleibt offen. Eine Autotür ist das. Ich kann ja mit der Autotür mal die Zombies K.O. schlagen, vielleicht funktioniert das. Hier brauchst du nicht. Genauso wie es jetzt gerade ist, finde ich das. Satzum LP heiße ich da. Satzum und dann LP. Wie mein YouTube-Kanal. Den habe ich auch noch. Verpackte Schein. Warum habe ich die jetzt mitgenommen? Die nimmt mir doch Platz weg. Ach Johnny, sag mal ruhig jetzt. Das ist doch bloß ein paar Sekunden, Mann. Was ist das? Schuhe. So, siehst du, schon bin ich draußen. Da ist noch ein. Ich weiß. Ich mag das immer mehr, wenn eine Tür zu ist und eine Tür offen ist. Ja, wenn jetzt von hier hinten ein Zombie kommt nur und die Tür ist zu, muss ich jetzt die Tür aufmachen, dann hat er mich. Du bist eine Flitzpiepe. Lässt dein Papa einfach sterben hier, ja? Nee, machst du die Tür zu. Dosenöffner! Ich fass es ja nicht. Dann machst du die Tür zu. Dann ruhig jetzt. Was ist die Lok? So, sind wir ja wieder falsch, falsche Stadt. Ohne Polizeistation, ist doch doof. Ja. Wie nochmal? Ich schreib's dir. Nicht dazu, oh Mann, es ist das Tattoo hier. Was? Das Gleis hier. Aber nicht da lang, da lang. Hör mal ruhig jetzt, bitte. Ich muss da was hören, Jungchen. Kommt da lang auch eine Stadt? Weiß ich doch nicht. Ich glaube doch. Es wird doch die doofe Stadt. Naja, ich weiß nicht, warum wir jetzt immer hier spawnen. Das bringt mir doch nichts, wenn ich da spawne. Da oben sehe ich schon mal ein Haus. Hier sehe ich ein Haus auf der Strecke. Das ist ein Bahnhof. Nein, wo ist ein kleines Häuschen? Der Bahnhof ist da. Jetzt gib mir eine Axt oder irgendwas. Ein Beutel. Echt? Soll ich jetzt so ein bisschen über den Kopf ziehen oder was? Den Beutel. Und dann zuschnüren oder wie? Also Spiel. Dann kommt auch eine Stadt, wo? Und kann lang laufen. Dein ist ein Häuschen. Ach, das ist dieselbe Stadt. Wenn ich hier rechts würde umdrehen, aber... Warum?
Kommt ja auch über dieselbe Stadt. Wer ist denn eigentlich dahin? Weiß ich nicht. Wir sind nur Häuser. Gerade Gegner. Nein, der Zombie ist um. Gleich noch zu die Zombie. Zu die Zombie. Hallo? Ziere. Willkommen. In der Community. Herzlich willkommen. Neuer Follow. Ich weiß nicht, wie. Ziresix. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber herzlich willkommen. Ja, wir müssen gucken. Die meinte ich nicht. Kofferraumklappe, alles klar. Pff. Oh, trinken. Da stehen noch Schuhe. Muss ja richtig voll sein. So. Steh auf. Hast du mit dem Rücken oder was? Machen wir nach dem Stream. Bleib dran dann. Kann ich besser gucken. Genieß den Stream noch erstmal. Ist das eine Mini-Hütte? Schrotflinte, alles klar. So. Ich brauche nur noch Munition. Ja. So, da oben auf dem Bett liegt auch noch. Ich habe eine Idee. Oh, du glaubst die Zombies wie bei Tom und Jerry runter in den Boden ein. Naja, sag mal, das ist ein Spiel, das ist nicht Tom und Jerry. Ich meine wie ein Hammer, meinte ich. So, aber wie gesagt, über die Feiertage kommt erstmal nichts und dann zwischen Weihnachten und Neujahr kommt dann mit die Rambo Live noch. The Division. Und zwischenzeitlich machen wir die Sie, wa? Ja. Gut. Ist doch geregelt. Ist schon die Fabrik. Ah, oh Mann, ey. Schon dieselbe Stadt, ey. Ich könnte mich auch umbringen. Aber ich renne mal jetzt hier die Straße dann lang. Dosen Sardinen, okay, wir haben erstmal was zu essen. Oder du rennst zurück zu die Schiene und folgst die Schienen. Aber. Nee. Wird eigentlich woanders hin noch. Eine Schaufel, ein Spaten. Naja, dann nehmen wir mal einen Spaten. Die Schaufeln, die Zombies eine Baba. Meinst du, so? Ich meine, immer drauf. Und dann so. Wie gerade macht das? So, wir rennen mal jetzt da hoch. Ich will mal jetzt wissen, wo es dahin geht. Und da sind noch Schienen drauf, ne? So. Weiter, so. Komm. Mal da oben lang. Ja, hier ist das Straße. Pack mal weg hier dein Käseding da. Danke, so. Kannst du ja, bestimmt da rennen. Auf, was, Straße wer hört auf? Straße. Du läufst auf die Wiese gerade. Grenzen aus. Die Kanone ist ja eher. Doch weh. Tür um dir. Papa will nicht mehr mit dir schmusen. Hässliche Tür. Und die Türen sowieso nicht. Ja. Da ist eine Batterie drin. Die nehmen natürlich mit. In die Tür meinst du? Nein, in die Hose. So. Also mal.
Jetzt aber mal noch her hier, kuschelbedürftigen Türen. Ist da noch ein Haus? Nee, das ist eine Mauer. So, pack mal weg dein Käseding hier. Los, Wald. Hier ist ein Weg. Ich will wissen, wo der Weg lang geht, Jungchen. Tut durch den Wald. Das kann auch kaum nicht sein, aber. Also die neue Map kommt, die hole ich mir zwischen Weihnachten und Neujahr. Also den DLC. Und dann beschnuppern wir auch mal die neue Map. Wer mitmachen will, kann mitmachen. Also so ist es nicht. Aber du lässt gerade nicht so. Ja. Ich lob schon richtig, keine Sorge. Ich muss mich nur umgucken, dass hier nicht plötzlich ein Zombie aus dem Baum springt. Oder vom Baum mir ins Genicke, damit mir kuscheln will. Da habe ich keine Lust drauf. Da kriegst du noch, aber. Oder? Ja, dann sterbe ich wieder. 1000 Tode. Mein Gott, ey. Vielleicht hat der Zombie in die andere Stadt mit der kuscheln wollten, wa? Papa? Nee, ich wollte nicht kuscheln. Ungefähr noch eine halbe Stunde mache ich. Ungefähr. Weil es sich ja noch bei YouTube hochladen. Und das rendert ja so schnell. Aber wir genießen erstmal. So. Wald hier. Ja, Wald, Waldluft. Die ist frisch. Achso. Baba und der Weg, du bist gerade vom Weg runter, oder? Na, darf ich vielleicht mal was trinken, mein Söhnchen? Oder soll ich hier umfallen wie die Alte? Kannst du den Mann? Das ist jetzt eine Frau. Oh, ein Primor, Mann, oder? Ich hab mich doch runtergestürzt. Oh. Junge, so guckst du hin? Das ist eine Kiefer, oder? Ja, hätte man eine Axt, könnte man die Bäume fällen. Hätte man Holz für ein Feuer. Gibt es überhaupt noch die ganzen Flughäfen? Das ist ja auch nicht mehr. Die Airports. Nein. Hä? Ach, Busch da schneiden, stimmt ja. Da kann man ja was sammeln. Ach ja, du musst das schneiden mit dem Finger. Ja. Der bricht bloß die Blätter ab. So, hier haben wir ein Zäunchen. Da ist doch bestimmt irgendwas. Zaun ist immer irgendwas. Eine Stadt. Oder? Oder ein paar Häuser. Sieht aus wie ein paar Häuser. Aber okay, gucken wir mal. So. Baustellenleuchte, alles klar. Das brauche ich noch in meinem Leben. Eine Baustellenleuchte, die ich mit mir rumschleppen kann. Das ist ja witzig. So, was ist das hier? Okay. Ich verstehe zwar kein Russisch, aber ja. Irgendein Städtchen wird schon Sinn. Gibt's hier was zu essen? Hier muss eine Kartoffel. Miserial. Lässt der Server ganz schön nach hier jetzt, oder? Klebeband. Warte, wir haben noch... Was? Waffe. Aber ja, das ist keine Waffe. Ja. Kannst du dann mal das Klebeband essen, doch? So, gucken wir mal. Wie kommen wir hier rein? Was kommen wir in Griechenland? Ich sag, davon spricht man, oder? Oder, Papa? Autotür. Ey, ich sag nichts mehr. Hier ist Suinaret, hier steht ein Auto. Steht da oben Schuhe.
Sturmstiefel. Sturmstiefel. Da werden wir gestiefelt. Ziehen wir die mal aus. Da kannst du. Und die tun wir mal aus. Hast du die Zombie-Stauken, aber was? Die Biefmatz-Stauken, meinte ich. Der merkt das sowieso nicht mehr. Ja, geht mal außen auf. Da sieht man einen alten Computer. Ja. Oh Mann. Halt. Genau, innen auch. Zum Glück, dass wir keine Türen hier. Ich habe ja noch nicht mal eine Karte gefunden. Sonny, seid immer ruhig, wenn ich erzähle. Ja. Mhm. Noch nicht mal eine Karte, was an der Straßen Ding stehen, Leute. Habe ich noch nicht mal gefunden. Meine Güte. Ich weiß auch nicht mal, wo ich bin. Was sind wir denn hier Schönes? Ich hab da schon mal einen Zombie gesehen. Hier irgendwo. Bist du das jetzt gerade, was mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hat? Oder ist das ein anderer? Na, da oben. Nee. Kannst du da hoch? Nein. Bin ich denn lebensmüde? Ja, ich meinte nicht runter. Okay. Dann nehme ich sie nachher gleich an. So. Ach, kennen wir doch noch von Saraza. Da standen aber keine Kisten hier unten drunter. Da standen die nur hier, kreuz und quer. Gib mir doch mal eine Feuerwerks, aber die gibt's irgendwie nicht mehr. Au! Mir ist eine Beine gebrochen? Oder das Rückgrat? Das sah gerade so komisch aus. Solltest du eigentlich hier runter, du? Was machst du denn? Bist du blöd in der Birne? Ja, jetzt versuchen wir es nochmal mit den Treppen. Geh hoch und dann runter, Papa. Ich höre schon einen Zombie. Ja. Aber mit der Schaufel kann man nicht töten. Gucke. Zombie. Wo bist du? Ich hab dich doch schon gehört. Du geierst doch schon auf mein Blut, auf mein Fleisch. Hm, okay. Dann halt nicht. Bin ich dir nicht zart genug, oder was? Man kann hier so geiles RP spielen. Wenn er drauf stehen würde. Ich weiß ja nicht mehr, was mit euch ist, Chat. Ob ihr drauf stehen würdet, RP-mäßig. Schon wieder Klebeband? Was ist denn mit so viel Klebeband? Soll ich irgendwie den Zombie fesseln? Knebeln oder was? Ja, sollst du bei dir. Ja, das war das letzte Essen, Johnny. Wir haben nichts. Haben wir denn überhaupt zu essen? Doch. Sardinen haben wir. Okay. Und da sind wir gekommen. Dem Haus waren wir schon. Ich hab doch den irgendwo gehört, Mann. War ich doch. Na komm. Oh. Der hat einen Rucksack, den nehme ich jetzt, Junge. Verstanden?
So, und du? Hast du irgendwas? Nein. Ja, die haben mich einmal getroffen. Du blutest nicht, wa? Warte, weil sie dich mehrmals getroffen hätten? Wenn sie mich zu viel treffen, dann falle ich gleich um. Dann bin ich bewusstlos. Dann haben sie dich, wa? Die Tür war offen, so. Aber trotzdem nix. Was ist denn das? Mir ist kalt. Mir wird langsam kalt. Es wird langsam Nacht. Und wird eine Taschenlampe, Johnny. Jetzt haben wir die Batterien dazu. Oh, trinken. Ja, das ist doch mal nöblich. Ausrüsten. Anna, was ist denn das? Steht doch was. Hä? Bitte was? Kannst du... Mein Schoppi. Du blöde Schlampe. Ich glaube, ich spinne hier langsam. Kann ja nicht meine Ruhe essen. Trinken. Meine Fresse. Ich bringe ihn ernst durcheinander. Zombies, wa? Ich hab ihn hier nämlich gesehen. Eine schlimme Brut ist das. Warum sagst du denn das, wenn du ihn nicht gesehen hast? Du bist ein Sohn, echt mal. Ich hab ja auch gerade woanders hingeguckt. Ja. Das sind die billigen Ausreden. Ich hatte schon oder was? Kommt her, ich bin bereit. Ich glaube, wir feiern hier ja Party, wa? Ja, heute ist Weihnachten, denken sich die Zombies. Und dann läuft das leckere Essen. Knochenmesser. Mitnehmen. Noch besser. Aber wir haben Dosenöffner. Juhu. Die Tür war gleich offen. Wozu schleppe ich eigentlich die Waffe hier mit mir rum? Ist da eigentlich unnütz, die Waffe. Ohne Munition ist die unnütz. Ja. So, dann gehen wir mal hier. Drüben steht ein Auto davor. Und ein Zombie. Wo? Wo denn? Wo siehst du denn den Zombie? Ich weiß, was da steht, ein Polizeiauto. Hä? Das nein, hier. Das ist kein Polizeiauto. Oh. Du musst da oben Sirene sind. Ja. Eine BK-43. Was ist das? War das eine Wache? Ja. Ist ja schon wieder ein Zombie-Knurren. Ach, leck mich doch am Arsch heute. Ich dachte, das ist schlimmer als wir als andere. Ich leg mal die hier ab. Und nimm die mal mit. Ist die gleiche. Ich hab keine Lust auf die Scheißschrotflinte. Du hast eh die Tür weg. Ach, das ist der Ausgang. Und tschüss. Und hier nochmal. Komm mal gehen. Wir haben hier eine Schaufel in der Hand. Irgendwas blinkt. Warum blinkt mein Bildschirm immer? Hab ich irgendwelche Krankheiten in mir? Schau doch am Beutel. Nee, hier kommen wir gar nicht raus. Wir müssen ja hier lang. Na? Na komm! Den Zombie habe ich nämlich gemeint, dass ich gerade schlafen möchte. Den Zombie habe ich nämlich gesehen, Papa. Der hat ja was mit? Meine Güte, sind heute schon Weihnachten! Wegen angreifen, ja, Papa. Lümmel. Den Zahn habe ich ja gleich gezogen, Kumpel. Ja, Papa, den Zombie, was gerade geschlagen hast, den habe ich nämlich gesehen, Papa. Ja, das sagen sie alle. Das war eine Pistole, klar. Okay. Ein Kragenkleid.
Das ist doch witzig. Witzig von Onkel Fritzig. Die Feldarbeiter, die arbeiten auch nicht mehr. Vollen Stücke. Ja, ja. Das waren die Feldarbeiter. Die machen hier einen dicken Lenz. Denken auch, es ist Weihnachten, wa? Ja, für die Jacke. Was haben wir denn für eine Jacke hier? Bus 20, wa? So. Wir haben keine Taschenlampe, aber Batterien haben wir. Ja. Ja. Du musst nochmal zurückgehen, da hast du noch was verpasst. Ist egal, jetzt komm. Ist ein Zombie drin? Nein. Schuhe vom Zombie. Gummistiefel. Ja. Dann. Rennen wir mal weiter, wa? Hey, wir waren gerade in der Stadt. Wir haben zwar Häuser ausgelassen, aber ja, ist mir zu gefährlich. Die Zombies wollen immer Geschenke haben hier. Gibt's nicht. Fällt aus wegen Bodennebel. Ja. Hier sind noch Häuser, aber. Die sollen mich beschenken, wenn ich hier schon rumlaufe. Ja, wir erzählen wohl ein dummes Zeug heute, wa? Ja, wir beide, wa? Ja, ja. Man merkt es Weihnachten. BK 18, die nehme ich. Guck mal, da ist schon wieder einer einen schlechten Tag gehabt. Heute. Eine Strickmütze. Deswegen ist er ausgedreht, durchgedreht und ein Zombie geworden, wa? So, deswegen ist es ein bisschen warm an den Ohren. Ins Haus zerstört. Sag mal, ich höre doch schon wieder ein. Ja. Könnt ihr irgendwelche Vertreter, könnt ihr mal aufhören, hier mir an meine Türe zu klopfen? Ist ja schlimm, ich kaufe nichts. Hab ich schon mal gesagt. Ja. Ich verkaufe nur Schläge, ja. Die könnt ihr gerne haben, die Schläge. Die Schläge. 9 mm Munition. Ja. Was lässt du da eigentlich so? Weil das so lustig ist. Ein Schlagring. Och, das ist doch mal schön. Hm? Den kann ich auch ziehen, dann kriegen sie in eine Küche. Haben wir hier schon? Nee. Baseballmütze. Motorradhelm. Oh Mann. Jetzt ist schon Feierabend hier mit den Häusern. Dann müssen wir hier langlaufen. Warte, schau mal. Was? 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 1, 2, 3. Zombies. Er leckt mich doch am Arsch. Feiern die eine Party da draußen oder was? Mach mal hier lieber mal zu, falls uns sehen. Geh doch in Deckung. Duckung. Als hier irgendwo noch ein Zombie kommt, was? Ich hatte schon noch welche. Reis! Ja, den nehmen wir mit. Da haben wir was zu essen. Bestimmt draußen müssen wir uns im Haus bleiben, was? Ich glaube, ich brauche eine Tür. Kannst du mal löschen, ob sie vor der Tür sind? Das ist doch nicht. Nicht öffnen. Und weg. Tschüss, ihr Lappen. Bleib mal gleich mal hier hoch. Und? Die sind beschäftigt mit Schnaufen. Ja, mit den Spaten kann man auch buddeln. Was zu buddeln jetzt? Ja, noch buddeln? Oh,
Baller, wenn sie mich sehen und verdecken den Kran, wenn sie da reinfallen, Baller, und nicht mehr rauskommen. Na Johnny, so weit ist die sie da doch nicht. Nicht immer so richtig schön. Ja, ja. Das ist von einem Zombie. Was? Wo? Ich hätte gedacht, ein Zombie steht da. Ah, wir haben eine alte Hütte. Ja. Alter. Was ist hier los? Kommen hier lauter Hütten hier. Waffenpflegeset. Oh, das ist wichtig. Falls hier irgendwo ein Zombie sein kann. Guck hier mal an hier. Wie schön das ist. Ich muss vorsichtig runter. Nee, ich glaube, ich gehe den Weg lang. Das ist mir sicherer. Wenn du runterspringst. Dann brechen mir die Beine. Oder Schlimmeres. Ein Hals. So. Du steckst mal jetzt dein Dings da weg, da kann man schon da rennen. Ja, wenn ein Zombie uns auf den Weg lauert, aber. Dann renn ich vorbei. Und lachen aus. Ich glaube, der ist schneller dran, als wie ich gucken kann. An das frische Fleisch hier. Dun, 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 dun. Oh, oder du musst dich vorbeischleichen, das geht so, komm mal. Ich will ja jetzt schnell machen. Ah, sag das nicht. Boah. Warum blinkt jetzt mein Bildschirm? Bin ich so fertig auf die Ketten? Ah, ein richtiges Airfield, das wäre geil. Oh. Ich hab hier noch keins gefunden, gerade. Ich sag ja auch noch nicht so lange. Ich möchte keine Stadt sehen, Papa. Der PS4. Papa, ich habe mal Kurve mit der Straße. Ich bin zurück, Papa. Alter. Was ist das denn? Das ist das Waffen. Waffenpflege, makellos, okay. Großen Sardinen, die öffnen wir jetzt mal mit dem Öffner. Die schieben uns mal rein jetzt. Ja. Ein, dass der Hunger weggeht. Ja. Und das zu trinken. Und ich heile mich. Wunderbar. Steht doch auf. Muss dir nicht knien. Bin ich dein Gott? Ah ja. Ich will ja wissen, was jetzt hier in den Bergen ist. Ob da irgendwas Schönes ist, wo man sich mal verschanzen kann oder so. Aber wir haben noch keine Munition für die Waffe. Wir hätten eine Polizeistation gebraucht. Aber da ist ja auch nicht immer gesagt, ob da Zeug drin ist. Hm. Polizeistation wäre super gewesen, doch. Ach, ein Auto steht hier, oder? Hä? Hey, ein Holz oder so, Mann. Nur durch ein Lander bringen die Zombies, wa? Der dich nur! Ich sehe noch alles, was hier liegen wird. Ja. Wie kann man Holzhaufen mit einem Auto vorher? Weil das so aussah wie ein Auto. Schön, dass ich
Erzähl doch das nicht immer, Mann. Papa, schneller. Und den Befehlzonen kannst du noch wenigstens lassen. Wenn du später bei der Armee bist, kannst du dir. Und Fettwebel bist, da kannst du rumkrähen mit deiner Scheller. Papa, kannst du bitte schneller fahren? Fahren? Was ist mit dir los heute? Bekommt ihr Weihnachten nicht oder was? Papa, kannst du bitte schneller laufen? Ach, die Sonne blendet. So, das ist doch bloß ein einfacher Wagen. Da ist bloß eine Eingangstüre, Johnny. Da ist der nicht angekommen mehr. Woha? Woran? An so ein Schrottauto? Nee, an so ein schönes Auto, Papa. Die sind nur Schrottautos. Die Autos, die man zusammenbauen kann, die sehen anders aus. Das ist eins hier. So, welche Richtung? Warum nicht links? Warum unbedingt rechts? Okay, dann links. Ah, da kommen aber keine Häuser, oder? Das ist doch egal, ich will jetzt in kein Haus. Nur ich möchte nicht. Oh. So, ja, was haben wir noch? Ob man da kommen auch bestimmt Häuser da hinten, oder Papa? Oh mein. Weiß ich nicht. Das andere weiß er und das andere weißt du nicht. Ja. Ja, so lässt sich's leben. Was? Was noch mal? Ach, wir haben noch Sardinen immer drin, okay. Was zum Essen? Nicht Gardinen, Sardinen! Oh, Farbe haben wir. Noch mal Farbe. Bäume, hören auf, da kommt, da hinten kommt ein Haus, Papa. Das ist ja eben so eine Mühle, so eine komische. Ich dachte, siehst du. Und die alte kann nicht mehr. Die Frau kann nicht mehr rennen. Schlafen wir in die Mühle, Papa? Hier, wir wollen nicht kuscheln, wa? Das wäre schön, wenn man schlafen könnte in dem Spiel. Hm. Gleich weiter. Brechstange. Hm. Das wollen wir nicht, wa? Jetzt weiter. So, machen wir schon also. Das war nur eins. Ja. Das war noch nicht mal ein richtiges Haus. Kann er nicht mehr, stimmt ja. Da hinten sehe ich schon mal ein weißes Dach. Ja, das sind Häuser. Das sind aber Zombies, Papa. Ja. Ich bin genau da hinten, Papa. Für die Strecke. Mensch. Ich weiß, was das schon ist, Papa. Ich
glaube, wir kommen in einer Stadt an, aber sieht bestimmt so aus, boah. Wir gehen hier eine Straße noch lang. Aber war gerade eine Straße. Jetzt weißt du dann, wenn nur die Häuser sind, aber. Ja, und? Du wolltest doch Häuser. Ja. Weißt du, dass Papa sich eine Farbe gibt? Ist doch zu. Johnny, du musst dich jedes Mal der Stadt betonen. Ich weiß das genau. Wenn ich das weiß, weiß ach, ich das. Nochmal. Da ist eine Cola-Dose oder Pepsi. Auf dem Kamin. Siehst du das? Pepsi-Cola. Nicht Pepsi, Pepsi. Habt ihr wohl die Rechte nicht gekriegt, wa? Ja, da Stadt, weil ich viele Euro. Da war ein Zombie. Ja. Nee. Aber schließt trotzdem eine Tür. Oh Mann. Sind das komische Türen? Taschenlampe! Wir haben gerade, wir haben ja Batterien, wo Papa? Oh, jetzt geht mal außen. Taschenlampe, Taschenlampe. Ach, da ist ja Batterien drinne. Aber wenn es dunkel ist, Papa. Kannst du anmachen. Als Straßenlampe, Papa. Ich dachte schon, keine Batterien drinne. Nein, da geht da. Da war noch eine Tür. Ja, Mensch. Die meinte ich nicht. Also, was ist denn hier mit einer Haupttür hier? Ja, und? Ja, das war eine Tür. Wieso sehen die so anders aus? War dann ich ein Innenarchitekt am Werke? So. Das Haus, wo das Auto steht, Papa. Hier ist keine Stadt, Papa, oder? Na, weiß ich doch noch nicht. Nee. Da sehe ich schon mal einen Zombie rumlaufen da hinten. Kommt der? Geradezu. Hä? Können wir ja nicht öffnen. Ey, wir waren ja schon mal. Da ist der Brunnen! Sind wir hier? Wir sind mit der Frau hier durch. Wo wir so gut ausgerüstet waren. Ja. Die Stadt war unser Todesurteil von der Frau. Erstmal weg hier. Das war der Todesurteil von der ersten Frau. Ja. Die Stadt. Jetzt haben wir einen Mann, wo? Nein, Frau. Oh.
Der Mann, der hat mich doch halb wieder runtergestürzt. Wie oft denn noch? Die Stadt war aber nicht gefährlich. Nummer 13. Die ist gefährlich, wa? Du läufst gerade weg. Du läufst gerade rein in die Stadt. Aber. Ja, Mann. Da waren die Gummistiefeln. Mhm. Hier irgendwo an der Mauer hat, und da hat uns die eine Zombie-Schlampe erwischt. Auf gut Deutsch. Mhm. Das ist überall trocken, ja? Nee, die hatten wir noch durchgeguckt gehabt und dann waren wir weg von der Stadt, da war eine andere Stadt. Eine größere. Ach, warum haben wir hier nicht geguckt? So, machen wir trotzdem jetzt lang noch Feierabend. Ich muss das noch runterladen und hochladen, Junge. Wie oft denn noch? Das willst du. Können wir noch ein bisschen machen? Nein. So. Ich stelle jetzt natürlich ein Haus drin. Kein Problem. Das suchen wir noch. Hier hinten bei? Weiß ich doch nicht, Mann, wo ein Haus noch ist, Mann. Oh. Die Stadt, wo wir als erster waren, wo wir jetzt noch waren, wa? Die war. Da waren wir nicht als erstes, wir waren woanders. Ja. Und kannst du mir nochmal die Stadt zeigen? Nein! Mhm. Oh. Schaut doch mal auf! Ah, weiß ich nicht, ob die hier welche rumlatschen. Ach, Junge, bleib doch nicht am Baum hängen. So fett bist du nicht. Papa. Was denn? Da. Okay. Ja, und? Du hast einen Strommasten. Und kein Pfeiler. Strom mehr drauf. Die Umspannwerke sind doch alle da ausgegangen. Stromwerke, wer sind da? Das noch kontrollieren, dass es funktioniert, Mann. Hä? Ist doch kein normaler Mensch mehr da. Oh, Mann, ey, dieses scheiß Fressen, ey. Komm her, ihr Büchsenöffner. Ah, so, esse. So, Alter, du. Futterst noch den Reis hier zu Ende. Dann, ja. Server leider ausgefallen, wie immer. Dann, naja. Dann hören wir uns leider zwischen Weihnachten und Neujahr erst wieder. Dieses? Was? Alter, mit diesem Spiel vor wir. Nein. Erst wie erst die Ramo Live.
Mit Division 2 und dann kommt die Sie erst. Danach auch? Wenn wir fertig sind. Weiß ich doch nicht, ob ich danach oder auf dem Abend mache. Jetzt hört mal auf. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und vielen, vielen, vielen Dank für den Follow. Ja. Wie gesagt, ihr könnt auch mitspielen hier bei DC. Seid gerne eingeladen. Den Server sage ich euch dann, wenn ich einen gefunden habe, der gut ist. Wo viel Zeug gibt. Ja. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Weihnachtsabend. Haut rein. Und tschüss. Auf du Käse. Käse Yuki. Und tschüss.